Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlich darf ich Sie begrüßen zum Sommersemester mit einer Reihe von Interpretationen Grimmscher Märchen. Zum dritten Mal heute wollte ich für Sie auswählen die Geschichte vom Aschenputtel. Sie entsinnen sich an die letzte Stunde, da hatten wir die Erzählung vom Mädchen ohne Hände. Wie jemand, wir haben gesagt, oral kaptativ gehemmt wird durch die Armut des Vaters und die Rücksichtnahme auf ihn. Man kann nur verhindern, dass er vom Teufel entführt wird, indem man auf alles verzichtet. Ich möchte, dass Sie die psychologischen Termini nicht ganz für überflüssig finden, aber sie sich auch nicht zu eigen machen müssen. Mit Begriffen kann man festschreiben, hat man klare Kategorien zur Verfügung. Aber wichtiger als das ist die Einfühlung in die Bilder, in denen die Geschichten sich erzählen. Sie könnten denken, Märchen zu interpretieren, zu verstehen, ist uns fast unmöglich. Wir sind so erwachsen geworden, dass wir die Erzählungen aus Kindertagen kaum mehr begreifen. Deshalb hören wir jetzt hier zu. Einen Vortrag brauchen wir, um zu verstehen, was wir als Kinder noch verstehen konnten. Die Wahrheit ist eine andere. Sie hören Ihrer Freundin zu, Ihrem Freund, Ihrem Geliebten. Und wie tun Sie das? Sie verstehen, was er sagt, aber das ist nur die Oberfläche. Wichtig ist das, was er Ihnen damit sagen will. Warum erzählt er das, was er sagt, an dieser Stelle, in dieser Weise? Das versuchen Sie herauszuhören. Der Klang der Töne, die Stimmung, die dahinter liegt, wenn eine Stimme sich so intoniert. Das Nichtgesagte erlauschen Sie als etwas, das verborgenermaßen sich als wichtiger mitteilt, weil es geheimnisvoll verschwiegen werden muss. Und was steht dahinter? Welch eine Angst, welch eine Hoffnung, welch eine vertane Chance, welch eine Traurigkeit liegt da drin? Das herauszuspüren ist die Art, wie Sie einem Menschen lauschen, der Ihnen nahesteht, der Ihnen ans Herz gewachsen ist, der ein Teil Ihrer eigenen Seele zu werden begonnen hat. Genauso sollten wir lernen, Märchen zuzuhören. Auch den Märchen der Brüder Grimm. Ein anderes Motiv hatten wir noch, als wir in den vergangenen Stunden sagten, Märchen werden im Volke erzählt, in mündlicher Tradition. Und sie lieben es, in bestimmten Typen Charaktere zu malen. Das ist noch etwas anderes als die Klassifikation der Psychoanalytiker oder der Psychiater. Da haben wir wieder eine ausgestanzte Diagnose und dann wissen wir scheinbar Bescheid. Wir müssen nur im Lehrbuch blättern, dann haben wir das Summarium von allen Eigenschaften, die zu dieser Klassifikation gehören. Wie Sie vorgehen, ist ein anderes. Sie sehen eine lebendige Gestalt vor sich. Und dann versuchen Sie nachzuspüren, wovon wird da erzählt, wenn dies die Beschreibung einer bestimmten Person ist, von etwas Lebendigem. Das ist nie endgültig festzulegen. Das interpretiert sich im Fortlauf der Geschichte selber. Und was meinen wir jetzt, wenn wir nicht vom Hans im Glück reden, vom tapferen Schneiderlein, vom Schneider im Himmel, wie wir ihn in der ersten Stunde schon erlebt haben, sondern jetzt von einem Aschenputtel? Auch das ist ein Typ. Der Typ des Aschenputtels ist so berühmt geworden, dass überall auf Erden Geschichten dieser Art erzählt werden. Ist im Grunde der ewige Traum. Sie können das, wenn Sie in der Bibel sich auskennen, sogar da schon in Erzählungen, die mehr als 3000 Jahre alt sind, antreffen. Erstes Buch Samuelis zum Beispiel, da geht der Prophet Samuel auf die Suche nach jemandem, der König werden könnte in Israel. Er will das nicht, er ist ein Prophet, er will nicht, dass man einer zentralen Macht gehorchen soll. Aber er hat sich lange genug dagegen gewehrt, die politischen Umstände scheinen mächtiger zu sein und er braucht jetzt jemanden, der als Gottes Vertrauter in die Rolle des Mächtigen hineinwachsen könnte. Was wir miterleben, ist die Geburtsstunde eines frommen Mythos. Ich erübrige es Ihnen zu erläutern. Entscheidend ist jetzt dieses. Die Aschenputtelgeschichte bewährt sich bei der Auswahl des ersten Königs in Israel. Saul war König, ein Richterkönig im Grunde, der Gott untreu wurde. Und Samuel geht in Bethlehem, bei den Söhnen Isais einen Nachfolger zu bestellen. Und einer der Söhne Isais nach dem anderen tritt vor, hochgewachsen, stattlich, in den Augen
von Frauen, die sich verlieben möchte, einer empfehlenswerter als der nächste. Aber Samuel findet, es ist nicht der Richtige für Gott. Und fragt Jesai, sind das alles deine Söhne? Ja, sagt er, ich habe da noch einen verlausten Hirtenjungen. David heißt er. Und Samuel will, dass der verlauste Hirtenjunge kommt. Blondhaarig im Übrigen. David geheißen. Und das wird der Rechte vor Gott. Aus der Armut und Verachtung wird der größte König Israels geboren. Will uns die Geschichte sagen. Eine männliche, nicht weibliche Aschenputtelgeschichte. Sie können sich's auch nochmal anhören. Für einen Bibelkenner wie Martin Luther war natürlich das Aschenputtelmotiv so vertraut, dass vor einem halben Jahrtausend schon aus der Volksüberlieferung es ihm zuwuchs. Er konnte wörtlich sagen, und die Maria war das Aschenputtel im Hause in Nazareth und wollte damit sagen, sie war ein Nichts, ein arme Leutemädchen, verachtet. Ihr gehörte nichts, sie hatte nichts, sie wusste nichts, aber sie war fromm und betete vielleicht. Zu der kam ein Engel und dann sang sie das Magnificat, hochpreist dich meine Seele. Aus der Niedrigkeit die Erwählung zur Größe, das biblische Magnificat, die Erlösungsgeschichte aller Unterdrückten in der Menschheit, aller Verachteten und Niedriggehaltenen, für die ist Christus gekommen. Das ist die Aschenputtelgeschichte, theologisch interpretiert. Wir haben das früher mal gehört, als wir die Bergpredigt auslegten. Die Menschen leben richtig, die sich zu ihrer Armut bekennen und die sie erkennen und sich darin wiederfinden und anerkennen. Sie tragen die wirkliche Größe. Das ist der klare Widerspruch zu dem, was man als Aschenputtelmärchen sich in Amerika erzählt, in God's own country. Da haben sie auch solche Geschichten. Du bist klein, aber du kannst groß werden. Du musst aber an den American Dream glauben. Du musst an dich selber glauben. Du musst durchhalten. Du musst tapfer sein und deinen Weg finden. Du musst dich durchsetzen. Erzählen wir es. Du sitzt an der Straße als Schuhscheinboy. Zu dir kommen die Leute, die mit ihren schmutzigen Stiefeln und Schuhen sich dir entgegenhalten. Und du nimmst deinen Lappen und du nimmst deine Creme und du machst sie und polierst die völlig blank, sodass sie tüchtig und stolz wieder über die Straße gehen können. Wenn du das oft genug machst, wenn du davon dir etwas ersparst, dann kannst du, haben wir gehabt in God's own country hier in New York City, du kannst ein Rockefeller werden, ein Milliardär werden, du musst an dich glauben, ein Schuhscheinboy wird ein Milliardär. Das ist Aschenputtel in American Dream. Und es ist der Verrat der Menschlichkeit. Wenn wir unsere Kinder so erziehen, lernen wir aus dem Aschenputtelmärchen genau das Gegenteil von dem, was wir gerade lernen könnten. Dann muss man glauben an die eigene Größe, die Unvergleichlichkeit, an die Macht, die uns zuwächst durch Geldbesitz. Wie setzen wir uns durch? Wie spitzen wir die Ellenbogen? Wie trampeln wir mit eigenen Füßen denen auf den Kopf, den wir eben noch die Schuhe geputzt haben? Wenn das der American Dream ist, Weltmachtansprüche, globale Hegemonie, dann sind wir groß und in den Augen Jesu einer teuflischen Versuchung erlegen. Das kann man haben, sagt der Teufel Jesus, die Welt gehört dir. Du musst nur ihrem wahren Besitzer zu Füßen fallen und ihn anbeten. Macht, Geld, Einfluss, Geltung. Wenn du daran glaubst, veräußerst du deine Seele und dich selber. Sie haben genug zur Einleitung gehört. Das Aschenputtelmärchen möchte uns erzählen, wie wir uns selber finden, selbst wenn wir uns verloren haben. Und wie die meisten Märchen, ich hatte das in den letzten Stunden schon gesagt, sie bringen uns den Erwachsenengewordenen bei, dass es nur einen Weg gibt, seine Seele zu finden, zu behalten und wenn verloren, sie wieder zu entdecken. Der einzige Weg ist der der Liebe. Dann hören wir jetzt die Geschichte vom Aschenputtel. Es gibt viele Varianten, in denen sie weltweit erzählt wird. Wie haben die Brüder Grimm sie überliefert? Dem gehen wir einmal nach. Und sie werden entdecken, die Aschenputtelgeschichte erzählt von Ihnen allen, die Sie hier zuhören. In uns allen gibt es Missverstandene, Unerkannte, Verachtete, nur in Träumen sich zögernd hervorgewagte Seelenregungen, Sehnsüchte, die darauf warten, bei der Hand genommen zu werden und begleitet und geleitet zu sein auf den Pfaden des Glücks, den Unentdeckten, den Vermessenscheinenden. Aber an die Liebe zu glauben,
ist das, was die Märchen uns sagen möchten. In den vergangenen Stunden hatte ich Ihnen das schon mal gesagt, wo immer Sie sonst in die Zeitung schauen, wird Sensibilität, Liebe, Rücksichtnahme, Menschlichkeit verlacht als Schwäche. Jetzt zum Beispiel müssen wir stark sein, wir müssen Krieg führen, wir müssen Waffen haben, wir müssen mehr töten können. Hält man das aus, wenn man sensibel ist? Will man sein Haus ein eigenes nennen, vor dem man Leichen aufgeschichtet hat, die man erstmal wegräumen muss, damit die Tür sich öffnet? Soll das die Zukunft sein? Ist das politische Weisheit, die wir lernen müssen, als korrekt? Oder verraten wir alles, was wir Menschlichkeit nennen? Und dann hätten wir den Protest. Ja, aber das sind nur Märchen. Nein, das ist die Wahrheit unserer Seele. Das ist das Neue Testament. Das ist, was die Menschlichkeit bewahrt und sie überhaupt ermöglicht. Ein leiser Widerspruch der Sensibilität. Genug der Einleitung. Ich lese ihn in Abschnitten, damit es nicht zu viel wird beim ersten Wiederhören. Aber im Vertrauen, dass Sie natürlich das Märchenbuch schon auf dem Tisch liegen haben und es später in Gänze nochmal sich zu Gemüte führen, die Erzählung in der Sprache der Brüder Grimm Ihnen vor. Und es geht gleich mit dem ersten Satz los. Ich interpretiere ihn in der Satzstellung, damit Sie merken, wie fein man bis in die Grammatik hinein erlauschen muss, um Wahrheit zu vernehmen. Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank. Im Deutschunterricht käme gleich ein roter Strich an den Rand. Einem reichen Manne, dem wäre der Anschluss für einen Relativsatz. Dem seine Frau krank wurde, müsste es weitergehen. So erzählen aber nicht die Brüder Grimm. Eine Zäsur. Einem reichen Mann, dem wurde seine Frau krank. Das ist kein Relativsatz, das sind zwei Sätze. Oder eben nicht zwei Sätze. Das eine ist lediglich eine Beschreibung. Einem reichen Mann. Da müssen Sie sich hineindenken. Wie lebt er? Was ist dessen Welt? Und dann haben Sie den Einbruch. Er verfügt über alles, aber er ist nicht Herr über Krankheit und Tod. Nehmen wir an, er liebt seine Frau, aber tut er das wirklich? Die Frage bleibt, wovon erzählt werden soll, ist im Abbruch der Kontinuität der Syntax der Einbruch eines Schicksals. Der Strich am Rand im Deutschunterricht muss der Lehrer wieder wegnehmen. Das ist richtig erzählt. Einzig korrekt, den Kontrast in der Begegnung zweier Welten. Den Einbruch im Abbruch der grammatikalischen Logik. Ich mache das nicht so weiter. Ich will nur sagen, so genau müssen Sie hören. Die deutsche Sprache kann wunderbar sein. Und wenn sie abweicht von ihrer Korrektheit, erzählt sie manchmal das Beste. Wäre das ein Hilfsmittel, unsere Zeitung mal zu lesen? Nicht die Korrektheit, die verordnet wird, sondern das Feingefühl, mit dem die Wahrheit sich vermittelt. Das wäre zu intonieren. Ich lasse das jetzt. Ich lese den ersten Abschnitt des Märchens vom Aschenputtel einfach vor, allerdings mit der Aufforderung, sich hineinzufühlen in die Bedeutung dessen, wovon da erzählt wird. Einem reichen Mann. Dem wurde seine Frau krank. Und als sie fühlte, dass ihr Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterchen zu sich ans Bett und sprach: Liebes Kind, bleib fromm und gut. So wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein. Darauf tat sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab. Und als die Sonne im Frühling es wieder herabgezogen hatte,
nahm der Mann eine andere Frau. Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. »Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen?« sprachen sie. »Wer Brot essen will, muss es verdienen. Hinaus mit der Küchenmagd!« Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm hölzerne Schuhe. »Seht mal, die stolze Prinzessin, wie die geputzt ist«, riefen sie, lachten und führten es in die Küche. Da musste es von morgens bis abend schwere Arbeit tun. Früh vor Morgen aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein taten ihm die Schwestern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten ihm die Erbsen und die Linsen in die Asche, so dass es sitzen und sie wieder auflesen musste. Abends, wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern musste sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel. Es trug sich zu, dass der Vater einmal in die Messe ziehen wollte. Da fragte er die beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. Damit geht die Erzählung weiter. Sie heben sich den Anfang des nächsten Teils in der Erinnerung auf, aber was Sie gehört haben, ist ein ganzes Schicksal bereits. Nehmen wir an, Ihre Freundin oder auch Ihr Freund, es ist eine Mädchengeschichte, aber es könnte genauso gut sich in der Seele eines Jungen ereignet haben, erzählte Ihnen dies. Wenn du mich verstehen willst, entscheidend für mein ganzes Leben wurde der Tod meiner Mutter. Dabei sah alles glücklich aus. Mein Vater war begütert. Ich konnte herausstaffiert werden mit allem, was ich hätte wünschen mögen. Schöne Kleider, kein Problem, Wohlstand und Glück, wie selbstverständlich. Aber dann wurde meine Mutter krank und sie spürte den Tod nahen und sie lag im Bett und sie rief mich und ich saß dabei. Sie verstehen, was sich zwischen den Zeilen begibt. Als die Mutter stirbt, ihren Tod nahe fühlt, ist es auffällig, dass sie nicht ihren Mann ruft, den nicht auffordert, er soll den Arzt holen, oder er soll beten für sie, dass ihr Leben sich erhalten würde. Das buchstäblich Einzige, was sie tut in ihrer Todeseinsamkeit, ist ihre einzige Tochter ans Bett zu rufen. Die soll sein ihr Trost. Die wird werden ihre Fürsorge. In deren Nähe ist sie selber noch so beheimatet, dass sie sich begleitet fühlt für den letzten Weg auf dieser Welt hinein in den Abschied. Und wie müsste man sich den Abschied der Mutter von ihrer Tochter oder in umgekehrter Perspektive das Abschiednehmen der Tochter von der sterbenden Mutter vorstellen? Den Vater scheinbar gibt es überhaupt nicht mehr. Er ist wie zurückgetreten, wie abgetreten, er kommt nicht mehr vor. Er existiert überhaupt nicht. Er ist weder hilfreich noch hinderlich. Es gibt nur noch diese Zweierbeziehung, Mutter und Tochter. Aber wie wird ein Mädchen fühlen, das miterleben muss, wie die Mutter selber den Tod mit immer kälterer Hand sich auf ihr Herz legen fühlt? Natürlich möchte ein Kind verhindern, dass genau das passiert, was eintreten muss oder soll, schicksalhaft. Man will es verhindern, natürlich möchte das Mädchen, dass die Mutter so lange lebt, als es kann, aber wie vermag ein Kind das? Auf gar keinen Fall darf es das Leben der Mutter belasten, also muss es Rücksicht nehmen. Buchstäblich jetzt, die Mutter scheint zu schlafen, in ihrer Einsamkeit, Verlorenheit, Müdigkeit, Entkräftetheit, also muss man ganz leise
auftreten. Man darf die Mutter nicht stören. Man darf den Schlaf, der den Todschlaf der Mutter zu werden verspricht, nicht unterbrechen. Das wirkliche Problem ist aber kein akustisches, sondern ein seelisches. Natürlich leidet man. Die Mutter wird gehen, das fühlt ja auch das Mädchen. Aber die Traurigkeit des Abschieds darf der Mutter nicht zur Belastung werden. Also muss man hereinkommen, vielleicht ein Tässchen Tee mitbringen, fröhlich scheinen, unterhaltsam sein, lustig sein, eigentlich das Sterben verleugnen als Prozess. Man muss aufheiternd sein, man muss die Lebensenergie aneifern. Man wird so ähnlich an das Bett der sterbenden Mutter treten, wie im Krankenhaus ein Arzt bei der Visite an das Bett der Patientin. Sie können noch lange leben, wird er sagen, selbst wenn er besser weiß, was sich abspielt. Chronische Rhinophritis, die Frau wird mit 30 Jahren dann sterben, weiß der Arzt, aber das wird er nicht sagen. Er wird Mut machen. Ist alles nicht so schlimm, auch den Angehörigen wird er sagen, es steht eigentlich zum Besten. Also ich kann nichts versprechen, aber nein, 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 bilden Sie sich nur ein, dass das jetzt schlimm würde. Das ist nicht so, ich bin doch der Fachmann hier. Er wird den Himmel auf die Erde lügen, um Mut zu machen. Ein kleines Mädchen ist kein Arzt. Es beherrscht nicht die Psychologie der Aufmunternden. Unwahrhaftigkeit, aber eigentlich instinktiv wird es, um nicht zu belasten, die Mutter zu erleichtern suchen. Aber dann muss es die Erschwernis, die sich legt auf das Herz der Mutter, auf das eigene Herz legen, bis dass es selber kaum noch Luft bekommt. Es muss so rücksichtsvoll sein, dass es als Mädchen die Verantwortung trägt, dass die Mutter nicht stirbt. Eigentlich müsste es Leben erhaltende Künste, wie ein Engel, in Allmacht zur Verfügung haben. Aber nur so könnte es die Mutter retten, um sein eigenes Leben zu erhalten. Eine Aufgabe, die sich stellt ins Unmögliche. Und gleichzeitig ist diese Lebensaufgabe für ein heranwachsendes Kind der Grund, sich vorkommen zu müssen wie eine Scheiternde. Sie kann das Versprechen ihres Lebens, die Mutter zu bewahren, vor dem Sterben nicht erfüllen. Die Verantwortung, die sich wie selbstverständlich auf seine kleinen Schultern legt und die es erdrücken werden, nicht auf Dauer tragen. Was ist jetzt das Gefühl eines solchen Mädchens, einer erwachsenen Frau, ihrer Freundin, die ihnen nur das erzählt, wenn du mich verstehen willst, das ist die Ausgangssituation. Dann ahnen sie eine Gebrochenheit in der Seele ihrer Freundin. Zum einen, es muss sich vorkommen als gescheitert, schlimmer, als eine Versagerin. Sie hat die Lebensaufgabe nicht erfüllen können. Welche Aufgabe im Leben jemals wird sie noch erfüllen? Sie hat alle Anstrengung, alle Rücksichtnahme, alles Feingefühl in diese Aufgabe gelegt und konnte sie nicht erfüllen. Also Versagen, Scheitern, nichts können, Selbstverachtung. Du bist nicht imstande zu dem, was du hättest tun sollen. Das ist der Kommentar, der sich legt wie eine Dauerkritik für alles Weitere auf die Seele eines so heranwachsenden Mädchens, eines Aschenputtels. Aber es ist noch ein anderes drin. Dieses Mädchen fühlt so, weil es die Mutter ganz und gar liebt und weil es sich von der Mutter ganz und gar geliebt fühlt. Die beiden hängen zusammen. Das einzige Mädchen, das einzige Kind der Mutter ist über alle Maßen wertvoll für die Mutter. Auch die kann ja nicht einfach weggehen. Im Grunde nimmt sie ihr Kind von der Erde mit in den Himmel, in dem sie sich hinaufbegibt. Mit einem Versprechen, das jetzt bleiben soll. Bleibe du fromm und gut. Denn dann schaut Gott auf dich. Und dann bin ich um dich. Wie kann man sich verabschieden, wenn der Tod näher kommt? Außer dem Versprechen, wir gehen gar nie auseinander. Wir werden uns wiederfinden in einem anderen Leben. Aber hier auf Erden wirst du mich nie vermissen müssen. Unter der Bedingung, dass du mir treu bleibst, so wie du es warst, all die Zeit. Verliere dich nicht, bleibe das Mädchen, das du bist, das ich immer lieb gehabt habe. Fromm und gut.
dann bin ich um dich. Wenn du dich nicht veränderst, wenn du mir nicht treulos wirst, werde ich es ja auch nicht sein. Ich werde bei dir bleiben. Aber die Bedingung ist dabei unausgesprochen. Du darfst dich nicht verändern. Du musst das Mädchen bleiben, das du jetzt bist, das ich habe lieb haben können. Bleibe auf der Stufe, in der wir voneinander Abschied nahmen, um voneinander nie Abschied nehmen zu müssen. Wenn Sie genau hinhören, schreibt das natürlich in Treue und Bravheit und Frömmigkeit den Entwicklungsstand, der gerade erreicht wurde, fest. Darüber hinaus darf man eigentlich nicht sich weiterentwickeln. Da drin liegen bei aller Liebe, bei allem Gehorsam auch Momente des Widerspruchs natürlich. Das liebste Kind auf Erden lässt sich diese Einsperrung in der Liebe der Mutter nicht einfach wie selbstverständlich aufzwingen. Man müsste eine Freiheit gewinnen, sich dafür selber zu entscheiden. Aber darf das sein und wie sollte das werden? Da sind Aggressionen auch im Spiel, Vorwürfe. Die würden, wenn man sie aussprechen könnte, ungefähr so klingen. Mutter, halt mich nicht fest. Erlaube mir ein eigenes Leben. Lass mich reifen zu einer Existenz, die sich auch von dir lösen könnte. Um dich wiederzufinden, muss ich gehen dürfen, einen langen Umweg vielleicht um die ganze Welt, um bei dir wieder anzukommen. Ich möchte dich wiedersehen. Ich möchte dein Kind bleiben, aber doch als ein Erwachsen gewordenes. Dann muss ich mich von dir trennen dürfen. Mutti, erlaube mir das. Das Mädchen hier, das Aschenputtel, bekommt das genau nicht erlaubt. Und da sind Aggressionen drin. Am Ende sogar der Vorwurf, ich habe für dich alles getan, aber du hast mich im Stich gelassen. Jetzt bin ich ein Waisenkind, dabei habe ich alles unternommen. Ich bin dir treu geblieben, aber du bist untreu. Das ist so paradox, aber sie erleben das sogar als Erwachsene. Man fängt an, der geliebten Person vorzuwerfen, dass sie gestorben ist. Man weiß, sie kann dafür überhaupt gar nichts. Es ist ein physisches Schicksal, überhaupt keine Entscheidung in eigenem Willen, weil man spürt es in dem Trauermoment der Verlassenheit, des Zurückgebliebenseins, als einen Vorwurf der Treulosigkeit des anderen. Man wirft es ihm vor, sich selber das Unmögliche nicht geschafft zu haben, dem oder der Geliebten, der Mutter, dem Freund, dem Ehemann, dass er fortgehen konnte. Das hätte er nicht gedurft. Solche Gefühle sind. Sie sind so tief, dass Sie sie aus der Tierpsychologie manchmal in erschütternden Filmen abgebildet sehen. Hier sehen Sie nämlich einen Film, der spielt unter Schimpansen. Ein Schimpansenweibchen hat zwei Kinder bereits großgezogen, als sie im Grunde überaltert, noch eines bekommt, ein drittes, so spät, so allein, dass es gerade noch imstande ist, dieses Schimpansenweibchen, dieses dritte großzuziehen. Das Weibchen schafft es, mit seiner Liebe das Kind ins Leben zu begleiten. Aber das Junge spürt die schwindenden Kräfte des Muttertieres, verhält sich genau wie das Aschenputtel. Es hängt sich in der Angst, verlassen zu werden, in Übermacht an die Mutter, wie ein Ertrinkendes, und verschleißt und verzehrt dabei die schwindenden Kräfte des Muttertieres. Das Muttertier stirbt. Und jetzt finden Sie eine erschütternde Szene. Das junge Schimpansenkind kann nicht glauben, dass die Mutter tot ist. Es hockt daneben. Es trommelt auf den Körper der Schimpansenmutter ein, wie um es lebendig zurückzugewinnen. Auch ist die Aggression da drin. Wie kannst du mich allein lassen? Du weißt doch, wie hilflos ich bin. Ich habe doch alles getan, mich an dich zu hängen. Ich bin dein Einziges. Und dann wird die Szene erschütternd. Das Schimpansenkind entdeckt, dass die Mutter nicht mehr aufwacht. Dann klettert es auf den Baum hinauf, setzt sich in das Nest, das von der Mutter geblieben ist, und klettert den Baum nicht mehr hinunter. Es stirbt in der Mutterseeleneinsamkeit. Die Geschwister gehen in den Busch zurück und kehren heim in ein eigenes Leben. Sie sind alt genug,
aber der Schimpansenjunge nicht mehr. Mit dem Tod der Mutter, mit ihrem Sterben, stirbt sein eigenes Leben in den Tod hinein. Das sind hier Tragödien im Abstand von 6 Millionen Jahren der Entwicklung zu dem, was wir heute sind und was wir Menschsein nennen. So tief die Traurigkeit. Wir können uns die Geschichte noch anders erzählen lassen. Wenn Sie je nach Oslo kommen, werden Sie nicht verpassen, so hoffe ich doch wenigstens, das große neu errichtete im Übrigen Museum des norwegischen Nationalmalers Edvard Munch. Edvard Munch hat Bilder gemalt, bei denen die Farbe zu Rinnen Tränen wird. In der Tod des Kindes heißt eines seiner Bilder. Das ist die Umkehrung. Da sitzt eine Frau auf der Bettkante und ihr stirbt ihr Kind, bleichgesichtig, schon wie die Farbe des Kissens. Edvard Munch hat das Bild in Berlin ausgestellt. Zum ersten Mal. 2 Jahre lang. Pastos hat er daran gearbeitet. Um seine Tränen. Die Erinnerung an seine Kindheit. Das Mitgefühl für alle Menschen, die ähnlich leiden, auf die Leinwand zu bringen. Die Leute bei der Ausstellung bogen sich vor Lachen. Der nahm das Bild unterm Arm wieder mit nach Hause. Heute ist man reif dafür, mit Millionen nicht zu bezahlen. Mit Mal versteht man den Maler Edvard Munch. Er konnte von sich selber sagen, meine ganze Kindheit bestand in Tod, Angst und Wahnsinn. Der Grund dafür im Schnelldurchlauf war der Tod seiner Mutter. Laura hieß sie. Sie war 30 Jahre alt, als sie starb, und ihr Mann war über 20 Jahre älter. Und sie hatte in den 8 Jahren ihrer Ehe 5 Kinder in die Welt geboren. Edward war der zweitälteste. Und die zweitjüngste trug den Namen ihrer Mutter, Laura. Eines Tages verabschiedete sich die Mutter von den Kindern, ganz genauso wie die Brüder Grimm es erzählen. Ich werde vom Himmel euch sehen, ich werde euch nie verlassen. Seid brav und fromm. Und ihr müsst nicht traurig sein. Aber es war, und so malt es nun ich selber, wir werden aus den weiß gekelkten Wänden die Gesichter, nicht nur der Trauer, auch der Angst hervorkrachen und sich hineindrängen wollten in die Seele der zurückbleibenden Kinder. Sie müssen nicht nach Oslo fahren. Ich deute Ihnen an ein Bild, das ich mit einer Reiseempfehlung gewissermaßen verbinden könnte. Die Hansestadt Bremen ist in jeder Weise besuchenswert, natürlich nicht nur ihres Hafens wegen, auch des Roland, der auf dem Marktplatz steht, des wunderbaren Doms wegen, des Rathauses wegen. Viele Vorzüge, die Bremer Hansestadt hat. Sie hat aber auch ein Kunstmuseum. Und wenn Sie das besuchen, finden Sie ein Bild von Edvard Munch im Original dort ausgestellt. Das heißt dem Titel nach Der Tod der Mutter. Ich zeige es Ihnen, es wird nicht ganz deutlich zu sehen sein, aber darum beschreibe ich es Ihnen. Sie haben mindestens die Andeutung dessen, was Sie sehen könnten bei der Durchreise durch Bremen. Vergessen Sie nicht das Kunstmuseum dort selbst. Der Tod der Mutter. Was Sie zu sehen bekommen, ist die Interpretation des Aschenputtelmärchens in seinem Ausgangspunkt, Wort für Wort. Im Hintergrund, vielleicht für Sie kaum zu betrachten, aber sicherlich zu erahnen, finden Sie ausgemergelt, scharfkantig, in der Form der Nase, der vorstehenden Wangenknochen, bleichgesichtig die Mutter, ausgezehrt mit ihren 5 Kindern, die sie geboren hat, erschöpft, leer in all den Anstrengungen,
Sie hat ihr Leben geopfert für das Leben ihrer Kinder und nun geht es nicht weiter. Ihr Mann war ein Arzt, ein Regimentsarzt. Aber wie lebt man im Schatten einer Mutter, die man so geliebt hat und die nicht mehr lebt? Das bildet Edvard Munch ab, nicht in der eigenen Geschichte, sondern in der seiner Schwester. Da steht ein Mädchen, hochgestiefelt, schwarz mit den Strümpfen, ein gut ernährtes Kind, vor der Mutter. Und es schaut sie an, die Zuschauer. Und sie spüren, die Augen dieses Kindes fallen durch sie hindurch, in den Hintergrund, den sie lassen. Hinter ihnen, in den Augen dieses Kindes, der damals zweijährigen Laura, fällt der Blick in den Abgrund. Und sie wissen, was Munch sagen will. Diesem Mädchen stirbt in diesem Augenblick diese Mutter und dürfte nie sterben. Es gibt keine Worte, mit denen die liebste Mutter der Welt das, was jetzt geschieht, erklären könnte. Das Mädchen selber, wohl angezogen, wohl genährt, drückt seine Ärmchen, seine Hände, zusammengepresst wie Fäuste, sich in die Ohren, als wollte es den stummen Schrei nicht länger vernehmen, der in langgezogenem Leid durch die ganze Welt geht. Und der doch erdröhnt und ertönt in seinem eigenen Herzen. Der Tod der Mutter. Edvard Munch hat das noch weiter gemalt. Das Schicksal der Laura. Später, da war sie selber 20 Jahre alt. Und er besucht sie mit einem Blumenstrauß in dem, was wir heute, wie eigentlich eine Psychiatrie, ein Irrenhaus, auf der Straße eine Klapsmühle nennen. Wird das ein heutiger, naturwissenschaftlich ausgebildeter Psychiater je begreifen? Wir sprechen von einer endogenen Depression, was umschreiben soll. Eigentlich weiß ich auch nicht, was da vorliegt. Vielleicht ein genetischer Fehler, wissen wir nicht. Aber werden wir noch rausfinden, wenn wir das Genom gründlich genug erschlossen haben. Und natürlich die Neurotransmitter, die können wir ein Stückchen steuern. Serotonin, Reuptake, Hämmer können wir natürlich einfügen. Wir haben viele Kunstmittel, auch die Botschaften im Gehirn ein Stückchen günstiger zu stimmen. Wird man auf die Weise verstehen, was in der Schwester Edvard Munchs lebt. Munch selber malt seine Schwester 20-jährig im sogenannten Irrenhaus, wo sie untergebracht wird. Von draußen fällt das Licht und durchflutet ein eigentlich wohl aufgeräumtes Zimmer. Die Schwester, schön gewandet, ein rotes Kleid, alles lädt ein zur Freude, zusammen, zu Glück. Aber die Augen dieser Frau, Lauras, versinken wie hier auf dem Bild ins Nichts, gehen ins Leere. Der Blumenstrauß, den er mitgebracht hat, steht auf dem Tisch so verloren wie die Frau selber. Beziehung zu nichts, die restlose Einsamkeit als Frucht der Verlassenheit. Ein einziges Bild, und ich möchte, dass Sie den Märchen, die solche Bilder malen, in wenigen Zeilen so zuhören, den Geschichten der Menschen, mit denen Sie zu tun haben, sie sich so vorstellen, so intensiv. Verstehen von Menschen bedeutet genau das, sich hinein zu versenken in ihre Tiefe. Wovon berichten Sie eigentlich? Was erzählen Sie ihnen alles nicht? Wofür gibt es vielleicht nur ein Bild? Und was wird dein Aschenputtel jetzt tun? Genau das, was beim Abschied von der Mutter gesagt wurde. Auch das hat Edvard Munch nochmal gemalt. Das Bild heißt Madonna auf dem Friedhof. Da sehen Sie eine Frau, schwarz gewandet natürlich, schmal geformt wie ausgezehrt,
Mit melancholischen Augen, wie wäre sie selber der lebende Tod, aber sie bringt keinen Tod, sie bringt das lebendige Leid auf den Friedhof. Und dort muss man ihr denken, ist ihr wirkliches Zuhause. Da lebt sie, neben mir hockt, wie ein Gnom. Das, was von einem Menschen übrig bleibt, wenn er als Kind bereits gestorben ist. Und dahin begibt sie sich. Ein Leben, das starb, kaum dass es hätte beginnen können. Die Pinien, die Zypressen im Hintergrund, sind eigentlich die starben Begleiter auf den Wegen, die zwischen den Gräbern immer wieder zu dem einen Ort führt, wo die Mutter, wie nun, liegt als Sterbende, Lebende. Sie brauchten als Christen den ganzen Auferstehungsglauben, um damit leben zu können, um darauf hinzuleben. Aber dann hätten wir die religiöse Geschichte, die Auferweckung des Lazarus. All das möchte ich mittelbar Ihnen auch sagen. Aber was die Märchen erzählen, ist die Geschichte der Liebe. Ehe wir davon sprechen, muss ich den Umweg noch einmal machen, von dem bereits die Andeutung wurde. Sie haben ein Mädchen, das der Mutter treu ist. Aber die Treue ist ihre Traurigkeit. Mit ihrem Leid, mit ihrem Tränen, mit dem Friedhof bleibt sie verbunden mit der Mutter, die im Himmel ist. Der Friedhof, der Kirchhof, das Aufragen des Kirchturms ist eigentlich das Schloss, in dem diese Seele den Himmel berührt, ihre wahre Heimat. So dieses Mädchen. Und wir müssen denken, es ist ungefähr 6 Jahre alt, so wie Edvard Munch damals war. Alt genug, um das Unbegreifbare zu begreifen und sich in die Seele zu schreiben. Wenn er so jung wäre wie Laura, hätte er nur einen stummen Schmerz, der sich eingräbt, aber sich nie mehr in die Kraft heben könnte, kreativ, in Wort und Bild oder Musik hinein zu komponieren und zu zeichnen, was da geschieht, es zu deuten, auch im Erleben anderer, sich zu öffnen für die ganze Menschheit, um etwas zu zeigen, das es doch gibt, im Betteln um Verständnis für jeden, in dem es sich ereignet hat. Die Geschichte hier geht anders weiter. Was soll ein Mann machen, dem die Frau gestorben ist und der noch ein Kind hat aus der ersten Ehe? Die erste Ehe wird nicht die erste Ehe weiden. Er ist ein vernünftiger Mann, das Kind muss versorgt werden. Er ist zwar reich, aber er muss was anfangen mit seinem Reichtum. Also tröstet er sich übers Jahr kaum, dass der Schnee, als der Frühling kommt, wie ein Leichentuch vom Grab der Mutter gezogen wird, heiratet aufs Neue. Jetzt können Sie misstrauisch sein. Ich erzähle dauernd, die Märchen sprechen von der Liebe. Ist das eine Liebesheirat? Wir könnten denken, ist das eine Vernunftheirat von zwei Seiten arrangiert. Der Mann braucht eine Frau zur Versorgung seiner Tochter. Und was braucht die alleinstehende Frau mit zwei Töchtern? Einen reichen Mann natürlich. Dann sind beide gut versorgt. Der eine bringt das Geld und die andere die Fürsorge. Passt doch. Übers Jahr. Zweckmäßig. In Ordnung. Im Standesamt wird das Verzeichnis, von der Kirche wird es abgesegnet. Alles geht seinen Gang. Jetzt dürfen Sie vielleicht am Anfang nicht allzu kritisch hören, was Sie für gewöhnlich als Interpretament einfügen. Sie sind das in den Märchen gewohnt. Stiefmütter sind immer bösartig. Die böse Stiefmütter, sprichwortartig. Ich habe einmal, ich glaube, das war die Erzählung von der Frau Holle, wo die Stiefmutter auch wohl mittelbar vorkommt. In zwei Teilen, ich will das jetzt mal nicht erörtern, bekommen wir später mal. Und dann kam in der Pause nach dem Vortrag eine Frau mit tränengefüllten Augen und sagte, die Märchen sprechen immer von der bösen Stiefmutter. Und Sie jetzt auch in Ihrem Vortrag. Ich bin eine Stiefmutter. Ich habe der Frau geschworen, ich werde nie mehr Märchen mit bösen Stiefmüttern erzählen, ohne dass ich erkläre, wie es dahin kommt.
Die Stiefmutter meint es gut, ich setze das voraus. Sie bringt zwei Kinder mit und sie möchte, dass das dritte in eine fertige Familie hineinwächst. Das ist ihr Wunsch. Und warum auch nicht? Der Mann hat Geld genug. Die Frau weiß, wie man Kinder erzieht. Sie muss das lediglich übertragen auf dieses dritte Kind. Was wäre so schwer daran? Die Aufgabe ist fast unmöglich, so wie das Aschenputtelmädchen. Nicht die Aufgabe, die Tröstung der Mutter als Verantwortung sich aufladen zu können. So überfordert wird diese fremde Frau, die in die Ehe der Mutter von Aschenputtel hineinwächst, hineinwachsen möchte, die Aufgabe erfüllen in Gestalt dieses Waisenkindes, dieser Halbwaisen, ein fröhliches Stiefkind heranziehen zu können. Warum ist das so schier unmöglich, könnte man sagen. Was Sie erleben gerade, denken wir mit etwa 6 Jahre, ist, dass sich das Gewissen formt, die Persönlichkeit formt. Die Psychoanalytiker würden jetzt sagen, sich das Über-Ich bildet in der Latenzzeit. Lassen wir die Fachbegriffe beiseite. Es formt sich das, was ein Aschenputtel ist, in seiner persönlichen Identität. Und die lautet, ich bin identisch mit mir, wenn ich mich identifiziere mit der verstorbenen Mutter, wenn ich festhalte an meiner Trauer um die Mutter, wenn ich in der Trauer um meine Mutter die Treue ihr bewahre, das bin ich, das will ich wirklich sein, das ist meine Wahrheit, daran halte ich fest, bitteschön, das bin ich. Jetzt kommt eine fremde Frau da rein und sie möchte den Reichtum ihres neu gewonnenen Mannes auskosten. Sie möchte eine glückliche Familie, wofür sind wir so reich? Sie will, dass man das Leben genießt. Und jetzt stößt sie auf den Widerstand dieser Halbwaisen, ihrer Stieftochter als die Stiefmutter. Sie erleben, dass da etwas unmöglich wird. Die liebste Stiefmutter der Welt kann sich bemühen, so viel sie will. Sie müsste das Mädchen aus erster Ehe, das künftige Aschenputtel, sich selber entfremden, umerziehen zu einer bestimmten Form der Glücksfähigkeit. Ein fröhliches Mädchen möchte sie haben. Jetzt heul nicht dauernd wieder mal um deine Mutter. Wir fangen an, mal richtig zu leben. Jetzt lass den Unsinn sein. Du könntest glücklich sein. Da schau deine Geschwister an, die sind das jetzt werde wie deine Geschwister. Die stehen da. Schön sind sie. Vornehm gekleidet sind sie. Jetzt benimm dich endlich hier normal. Aus dem guten Willen wird eine Serie von Vorwürfen. So müssten Sie die ganz normale Erziehung sich in diesem Hause denken. Und der Vater steht dabei und weiß es auch nicht besser. Seine neue Frau meint es sehr gut, sie will ja das Richtige. Ja, wie soll man ihr denn nicht das Glück wünschen? Jetzt können Sie wieder die Psychoanalytiker heranlassen, die würden sagen, das ist doch eine masochistische Identifikation mit der verstorbenen Mutter. Das ist eine Fehlidentifikation. Auch therapeutisch müsste man das dem Aschenputtel abgewöhnen. Dürfte man aber nicht. Die ganze Seelentiefe läge da drin. Und statt der Psychoanalytiker müsste man vielleicht einem Dichter zuhören. Ich hätte 3 Gedichte aus der Feder von Rainer Maria Rilke, das sind Sie bei meinen Vorträgen oft genug gewöhnt. Sie sind so fein geschrieben, dass sie wiedergeben, was in einem Aschenputtel lebt. Eines der Gedichte lautet, wie Sie es hier hören können. Wenn ich dir ernst ins Auge schaute, war oft dein Wort so kummerkrank, wie eine leise Liebeslaute, die einsam einst ein Meister baute, wenn seine Seele Sehnsucht sang. Sie hören diese Verse und Sie bemerken in den Alliterationen, wie ein Wort sich dem nächsten weitergibt und wie es sich sofort zeugt und ineinander greift. Von Einsamkeit ist die Rede, von Sehnsucht und etwas, das man in den Augen sieht, die brunnentief sind und das man dann vernimmt, wenn der andere redet. Was Sie jetzt hören, ist ganz passend zum Aschenputtel, denn es geht weiter. Sie lernte leichte Lieder
singen und tönte gern zu Tag und Tanz. Dann greift ein Träumer ihre Glieder und wie erwachend weint sie wieder. Das Heimweh ihres Heimatlands. Sie haben ein Kind, das im Untergrund, in der Tiefe, der Brunnen seiner Tränen, nie das Gefühl verlieren wird, das ihm genommen wurde, wovon es lebte. Aber das darf man nicht zumuten, wie das Aschenputtelmädchen beim Sterben der Mutter schon gelernt hat, nicht belastend auf andere zu wirken, leicht aufzutreten, nach außen sogar Erleichterung in Freude mitzubringen. So lernt hier bei Rilke dieses Kind zu singen. Leichte Lieder, fröhlich, zu Tag und Tanz. Es macht mit, es tönt dazu. Das kommt nicht von innen, aber es macht mit. Und dann kann es sein, ein Traum ist es, der in die Glieder greift. Und mit Mal kommt das Heimweh wieder. Es ist wie ein Erwachen zu der eigentlichen Welt. Behalten Sie dieses Gedicht in Erinnerung. Wir werden unbedingt gleich nochmal darauf zurückkommen. Ein anderes geht jetzt weiter. Und wir erzählen die Geschichte vom Aschenputtel, wie die Brüder Grimm sie erzählen, um die Kontraste, die gerade angedeutet wurden, das Doppelleben, nach außen und nach innen, dem Anschein der Wirklichkeit und der inneren Realität sich weiter zu entfalten. Eingeleitet hatte ich bereits, es trug sich zu, dass der Vater einmal in die Messe ziehen wollte. Da fragte er die beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. Das können Sie jetzt ahnen. Schöne Kleider, sagte die eine. Perlen und Edelsteine, die zweite. Aber du, Aschenputtel, sprach er, was willst du haben? Vater, das erste Reis, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das rächt mir ab. Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen, Edelsteine. Und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte dort ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Haus kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten. Und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte so sehr, dass die Tränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber und ward ein schöner Baum, und Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und betete, und allemal kam ein weißes Vögelchen auf den Baum. Und wenn es einen Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte. Es begab sich aber, dass der König des Landes, so geht's dann weiter. Was Sie bis dahin haben, ist die ausgeführte Beziehung dieses halbweisen Mädchens, des Aschenputtels, bezogen auf den Vater. Was Sie noch hörten, ist, dass die Stiefmutter und die Stiefschwestern umschwenken. Sie sind voll aufgelaufen bei dem Bemühen, ein weiteres Geschwisterchen zu haben, das fröhlich mit ihnen tanzt, in den Tag hineinläuft, fröhlich scheint, sogar dankbar ist, dass es jetzt eine bessere, richtige Mutter, eine lebenstüchtige und starke, der Zukunft zugewandte, froh gemute Person an seiner Seite hat. Und weil sie daran scheitern, werden sie diese Stiefgeschwisterchen verachten, verspotten. Das, was ich da andeute, ist etwas ganz Bitteres. Auf jedem Pausenhof können Sie finden, dass eine ganze Klasse in der Stärke von 25 Kindern oder in unseren Tagen noch, als ich zur Schule ging, von 49 Kindern antreten können zu einer Mobbing-Aggressivität. Der ganze Haufen tut sich zusammen, um irgendeine Ausnahme,
festzuschreiben. Das Paradoxe ist, man will mit dem Hohn, der jetzt kommt, der ausgrenzt, der verspottet, der niedrig macht, eigentlich den anderen einladen zu der Normalität, an der alle anderen teilhaben. Jetzt sei doch endlich wie wir auch. Jetzt benimm dich nicht dauernd als Ausnahme. Jetzt gehöre dich mal und gehöre uns zu. Das ist, was gesagt werden soll. Aber die Grausamkeit ist alltäglich und sie bewirkt natürlich das Gegenteil. Das Aschenputtel wird hier zum Aschenputtel unter dem Spott seiner Stiefgeschwistern. Und die erniedrigen es in jeder Form. Sie ahnen dabei etwas. Das Aschenputtel, das nicht zu schaffen ist, verteidigt seine Identität, sagten wir vorhin noch. Aber es hat in sich einen bestimmten Stolz, dürfen wir sagen, in seiner Identität. Der Vorwurf, den es gegenüber seinem Vater erhebt, ist jetzt nicht mehr nur die Aggressivität, du hast meine Mutter sterben lassen, du warst nicht da, als sie starb, du hast nicht einmal mit ihr geredet, ich war am Bett meiner sterbenden Mutter, aber nicht du. Wir haben jetzt einen Vorwurf, der latent in der ganzen Geschichte angelegt wird, aber den müssen sie ja rausspüren. Die Trauer des Winters, die Schneekälte, hat sich wie ein Leichentuch über das Grab der Mutter gelegt. Der Frühling kommt und zieht es hinweg. Und übers Jahr schon geht der Mann hin und holt eine andere Frau in das Haus. Wie wird ein Aschenputtel das empfinden? Es selber ist so treu zu seiner Mutter. Nicht ausgesprochen ist der Vorwurf, den die Brüder Grimm hier gar nicht erwähnen. Nicht ein Sterbenswort. Der Vorwurf lautet, du bist treulos. Ich bin die gute Tochter der Mutter. Ich bin treu meiner Mutter. Aber wie kannst du, mein Vater, meine Mutter verraten, statt sie zu lieben? Wie kannst du ihr die Treue aufkündigen und treulos genug sein, eine andere zu heiraten? Begreifen Sie, dass diese Stiefmutter nicht die geringste Chance hat, dagegen anzulaufen. Der Mann mag zu ihr halten. Durch die Bravheit der Tochter wird der Vorwurf nur umso lauter sein. Du hast meine Mutter verraten. Und darin inbegriffen ist, du bist nicht mehr mein Vater. Das magst du sein, du magst so tun, indem du diese Frau heiratet hast, indem du diese Geschwister, Stiefgeschwister mitgebracht hast, hast du mich als deine Tochter aufgegeben. Und ich habe aufgehört, deine Tochter zu bleiben. Dir halte ich meine Treue nicht mehr. Dein Kind bin ich länger nicht mehr. Hab dich getreulich an meine Stiefschwestern. Mich hast du verloren. Mich findest du auf dem Friedhof. Auch der Vater meint es nicht schlecht, die Tragödie, die wir hier beschreiben. Wir haben kein Recht, der Stiefmutter vorzuwerfen, sie sei eine böse Stiefmutter. Aber sie scheitert mit dem guten Willen. So wie ihr Mann jetzt, der Vater des Aschenputtels auch. Aschenputtel wird zum Aschenputtel durch die Verachtung der Stiefschwester. Das wollen wir nicht vergessen. Die alltägliche Schikane. Dahinter wird auch gespürt ein gewisser Stolz, eine moralische Erhabenheit. Ich bin in meiner Traurigkeit, weil ich treu meiner Mutter bin, eigentlich die Bessere. Ich halte meiner Mutter die Treue, das ist meine sittliche Pflicht. Du, mein Vater, tust das eben nicht. Auch diese Attitüde der Identität in einem gewissen Selbstbewusstsein wird als ein chronifizierter Vorwurf natürlich adressiert sein. Und also muss man das stolz gewordene Aschenputtel demütigen und darunter zwingen in die Knechtrolle. Es wird schikaniert dahin, dass es nicht mehr im Bett liegen darf, sondern nur noch am Herd. Da ist es auch warm genug, aber in der Asche. Und es muss Dienst tun wie eine Putzmagd, wie eine Hausangestellte. Schlimmer als ein Dienstmädchen, denn es bekommt für all das keinen Lohn. Es darf froh sein, wenn es gerade zu essen bekommt, wenn es ausgehalten wird. Die Schikane ist das Leben einer Knechtsmagd, die den Stolz hat, es in Kauf nehmen zu müssen, um bei der Mutter gut und fromm zu bleiben. In dem Gefühl, Mutter wird ständig um mich sein. Das ist das Versprechen, für das sich das lohnt.
Der Mann reist mal auf eine Messe, das ist kein Gottesdienst, sondern da werden Waren verhökert, das passt zu ihm, er ist ein reicher Mann, er hat Umsätze und er fragt, was er mitbringen soll. Und die Stiefgeschwestern sind genauso, wie sie zu dem reichen Mann hier passen. American Dream, sagten wir eingangs, Diamanten natürlich, schöne Perlenkettchen, wunderbare Kleider, der ganze äußere Krempel, das ist, was sie wünschen, so denken sie. Das ist die Freude und das Glück, das man haben muss, weil man es haben kann in den Augen des Aschenputtels, weil man sich dabei selber verrät und gar nichts mehr ist. Nur noch treulos, gemein, verdorben, äußerlich, unmenschlich, unsensibel. Was wünscht sich ein Aschenputtel, wenn ich eben gerade davon sprach, dass da im Untergrund, nie ausgesprochen, nur für ganz feine Ohren vernehmbar, wenn ich dir ernst ins Auge schaute, klang leis dein Wort. So sterbenskrank. Sie müssen es hören, liegt dieser Vorwurf drin. Bring du mir mit, ja, wie übersetzen wir das jetzt ins Deutsch, was dir als erstes an den Kopf stößt. Sagen wir das in der Art, wie es gemeint ist. Mein lieber Vater, du möchtest mir was mitbringen. Du möchtest mir gut sein. Du möchtest wissen, was ich mir wünsche. Vergiss das. Mein lieber Vater, jetzt bekenne dich zur Wahrheit. Ich bin dein übrig gebliebenes Etwas. Dein Waisenkind, das du selber im Stich gelassen hast, indem du diese andere mit ihren Stiefschwestern ins Haus geholt hast, als du mich verraten hast, indem du deiner Mutter untreu wurdest. Für dich bin ich nichts weiter als ein lästiges Annex, ein Etwas, das du überhaupt nicht willst. Ich bin dir gegangen über die Hutschnur, das ist die Wahrheit. Was dir an den Kopf stößt, was dir ein Hindernis ist auf deinem Heimweg, das bringe mir mit, das bin ich selber und brich es ab. Ich kann nicht wissen, was das im Einzelnen ist, aber ganz sicher etwas, das dir im Wege steht. Das ist das Geschenk für mich, denn das bin ich selber. Und der Vater tut das hier. Und es kann nicht anders kommen. Der Haselzweig, der abgebrochen wurde vom Baum, an dem es lebendig selber Früchte hätte es bringen können, wird angepflanzt auf dem Grab der Mutter durch Aschenputtel. Und aus den Tränen, die es weint, wird daraus wirklich ein Haselstrauch, ein Bäumchen. Und da hinein, als Seelenbild, kommt das Täubchen. Das wissen Sie. Die Tauben sind von alters her, von den alten Griechen, aber dann auch in der kirchlichen Lehre, die Verkörperung der Liebe. Sie sind die Zugtiere im Wagen der Liebesgöttin Aphrodite, so bildeten die Griechen sie da. Die Tauben sind deswegen die Verkörperung der Liebe, weil sie sie im Frühling so beobachten können, in ein paar Wochen schon. Dann werden sie, die Turteltauben, die schon so heißen, Turteln sehen, sie umkreisen ihren eigenen Körper und damit den Körper der Geliebten, sie werben. Turteln ist das Wort, mit dem wir auch als Menschen Leute, die ganz und gar über Hals, über Kopf verliebt sind, sich bewegen sehen, indem sie den anderen einladen, zur freundlichen Bewerbung. Wir haben es von den Täubchen, wenn wir uns so selber benennen. Und im Christentum ist daraus der Heilige Geist geworden, die Macht der Liebe, die in Gott wohnt und die in unser Herz gesenkt wird. Diese Sehnsucht der Liebe, bei Rilke hieß das eben, die ein Meister baute, als seine Seele Sehnsucht sang, verkörpert sich hier. Ein Täubchen mit einer eigenen gurrenden Melodei, hoffend auf eine Liebe, die sie für nötig bislang nicht erfahren werden konnte. Die Frage ist, wie kann ein solches Kind, das derart aufwächst, die Liebe lernen? Hören wir dazu noch einmal Rilke. Die Geschichte erzählt sich da ein wenig anders. Aber die Einsamkeit wird dabei aufgegriffen und die Schwierigkeit, aus diesem Hintergrund je genügend Vertrauen ins Leben setzen zu können. Bei Rilke heißt dieses andere Gedicht, sie war. Ein unerwünschtes Kind, verstoßen aus der Mutternachtgebet,
und immer ausgeschlossen von dem Großen, das dienend durch die Dinge geht. Sie wünschte wenig und nur selten kam wie ein Weinen über sie nach einem Land mit bunten Zelten, nach nie gehörter Melodie, nach weißen Wegen, die nie stauben. Dann bog sie Rosen sich ins Haar und konnte doch nie Liebe glauben, selbst wenn es tief im Frühling war. Ich trage Ihnen dieses Gedicht vor, weil Sie das Ausgeschlossensein von jeglichem Glück sich kaum tief genug vorstellen können. Und merkwürdig jetzt, es kommt nicht einfach nur auf das Schicksal an, sondern auf das Alter, in dem es sich in die Biografie eines Menschen hineinprägt. Ich deutete eben an, die zweijährige Schwester Laura von Edvard Munch erlebt den Tod der Mutter so früh, dass sie dabei auseinanderbricht, die ganze Welt nicht mehr versteht, in der so etwas möglich ist. Edward selber ist alt genug, er begreift nicht, was da geschieht, aber er kann ihm Ausdruck verleihen. Und das wird jetzt entscheidend. Es ist möglich, dass man so früh enttäuscht wird an der einzigen Liebe, die man der eigenen Mutter gegenübergebracht hat, dass alles verloren geht, wenn sie sich verliert, indem der Tod sie, wie sagen wir jetzt, heimholt und nichts weiter in der Seele der Zurückbleibenden hinterlassen kann als das Heimweh, der Friedhof hier, auf dem das Haselbäumchen gepflanzt wird. Es wäre aber auch ein anderes möglich. Und das deutet sich hier in dem Täubchen an. Das Mädchen war alt genug, die Mutter geliebt zu haben, ihr Treue versprechen zu können, sie in ihre eigene Moralität aufzunehmen, die Identität seiner Person in diese Beziehung zu setzen. Und dann wäre es möglich, einen unerhörten Traum zu träumen. So wie Rilke das eben sagte, dann greift ein Träumer in die Glieder. Und wie erwachend singt sie wieder das Heimweh ihres Heimatlands. Plötzlich taucht das alles erneut auf, meldet sich und schafft sich ein eigenes Vertrauen. In diesem eigenen Gedicht konnte es heißen, und konnte doch nie Liebe glauben. In dem anderen wäre es möglich, ein Träumer erweckt das Heimweh und schafft ihm eine sehnsuchtsvolle Realität in Einsamkeit ohne Frage. Wie würde sich die Geschichte vom Aschenputtel wirklich erzählen? Ich muss leider wieder aus Zeitgründen Ihnen die Fortsetzung in der eigenen Lektüre überlassen. Aber ich kann in großen Strichen malen, was sich begibt. Und die Einleitung dazu lese ich denn doch noch eben vor. Es begab sich aber, das heißt im Widerspruch zur dauernden Traurigkeit auf dem Friedhof, dass der König ein Fest anstellte, das 3 Tage dauern sollte und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen möchte. Die 2 Stiefschwestern, als sie das hörten, wollten dabei erscheinen, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel und sprach, kämm uns die Haare, bürste uns die Schuhe, mach uns die Schnallen fest, wir gehen zur Hochzeit auf des Königs Schloss. Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gerne zum Tanzen mitgegangen wäre, und bat die Stiefschwestern, sie möchten es ihm erlauben. Du, Aschenputtel, bist voller Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? Du hast keine Kleider, du hast keine Schuhe und du willst tanzen? Als es aber mit Bitten anhielt, sprach sie endlich, da hab ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet. Wenn du die Linsen in 2 Stunden wieder ausgelesen hast, dann sollst du mitgehen. Das Mädchen ging durch die Hintertüre in den Garten und rief, ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unterm Himmel, kommt und helft mir lesen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, und die Täubchen kommen alle.
Und nicht in 2 Stunden, in 1 Stunde sind sie fertig und denkt das Aschenputtel, es darf zu des Königs Hochzeit gehen. Aber die Stiefmutter kommt und sagt, hier hast du dasselbe nochmal und jetzt in 1 Stunde. Und wieder kommen die Täubchen und sie schaffen es in 1/2 Stunde. Und jetzt denkt das Aschenputtel, jetzt darf ich zu des Königs Hochzeit. Ich habe alle geförderten Leistungen erbracht, viel schneller als gefördert, in 1/2 Zeit sogar. Ich habe es mir verdient. Alles, was man gefördert hat, diesmal habe ich nicht versagt. Ich bin nicht gescheitert. Hier ist die Kunst erledigt. Linsen ausgesucht aus der Asche. Und jetzt erklärt die Stiefmutter, du hast nichts. Nicht bloß nicht zum Anziehen, das war bisher der Grund. Du kannst überhaupt nicht tanzen. Deiner müssten wir uns schämen. Du bist nicht würdig, dass wir dich vorzeigen. Du bist die Schande der gesamten Familie. Du darfst nicht zur Hochzeit. Das Aschenputtel kann machen, was es will. Es kann es noch so gut machen, was es will. Und die Kraft, richtig zu sortieren, das längst Ausgebrannte, die Asche, und das als Nahrungsmittel taugliche, geht ihm von der Hand durch die Kraft seiner Seele, durch die Täubchen, die gerufen werden mit allen Vögelchen unterm Himmel. Die Weite seiner Seele, das ist das Wunderbare, was Sie vielleicht bei Ihrer Freundin, Ihrem Freund entdecken können. Im Hintergrund die Trauer aus Kindertagen, das Heimweh nach einer Heimat, die so wie nötig nie gewesen ist. Aber jetzt dahinter eine Sensibilität, eine Sehnsucht, eine Emotionalität in einem Feingefühl, bei weitem überlegen der Äußerlichkeit der Stiefschwestern. Aber was kann jetzt bei dem Wunsch, ich möchte auch zu des Königs Hochzeit ein Aschenputtel tun? Das Fantastische ist bereits, was Sie erahnen können. Das Aschenputtel hat eine wirkliche Hoffnung. Eingangs schilderte ich Ihnen den American Dream. Ein Shoeshine-Boy kann Rockefeller werden. Der amerikanische Traum, der sich erfüllt. Wie werde ich Milliardär? Hier ist ein ganz anderes am Werke. Wir haben ein Aschenputtel, das in der Treue zu seiner Mutter ein Wertgefühl für sich selber, eine eigene Identität gewonnen hat. Und das macht möglich, sich vorzustellen, es ginge eine Ursehnsucht in Erfüllung. Wie ist das möglich? Was wird ein Aschenputtel sich erhoffen in seiner Erniedrigung und Schande? Es wird eine doppelte Buchführung anlegen. Es wird sagen, ihr mögt mich verachten, Stiefschwestern, Stiefmutter, weil ihr mich nicht wirklich kennt, weil ihr das, was ich bin, überhaupt nicht wertzuschätzen gelernt habt, weil ihr so äußerlich seid, dass ihr in meine Seele nie hineingeschaut habt. Ihr könnt das nur verlachen und verachten, aber euer Spott ist gemein. Er macht euch nicht zu wertvollen Menschen, er disqualifiziert euch selber. Und mein lieber Vater, der du alles verraten hast, der du überhaupt nicht hinhörst, der du in deiner eigenen Kunst und Scheinwelt lebst, mich erreichst du auch nicht mehr. Dich brauche ich gar nicht mehr. Wie wird ein solches Mädchen fühlen, wenn es träumt von der Liebe? Was wird es sich ersehen? Jetzt können Sie psychoanalytisch sagen, es ist die Umkehr einer antithetischen Idealbildung. Ein solches Kind wird sich verlassen vom Vater das Gegenbild eines Vaters erwünschen und erhoffen. Der Mann, den ein solches Kind lieb hat, wird auf der Höhe des Vaters angesiedelt sein, aber als der Widerspruch zu dem Vater, den es real erlebt hat. Jetzt mache ich es aus Zeitgründen ein bisschen schneller. Wie kommt ein Aschenputtel auf die Idee auch nur, es müsste bei des Königs Hochzeit zum Ball gehen können und dabei sein dürfen? Rilke konnte das eben ins Wort heben. Es lernte leichte Lieder und tönte gern zu Tag und Tanz, tönte bei das Mitspielen, das Dabeisein-Wollen auch, aber nicht die Resonanz von innen. Die geht auf den Königssohn. Wir haben das schon mal erwähnt, wir hatten vor ungefähr 40 Jahren die kritische Psychologie der neu erwachenden gesellschaftskritischen Linksbewegung
Die konnte uns beibringen, dass Märchen nicht verdienen, gelesen zu werden. Sie sind nicht wirklich sozialrevolutionär. Und dann erzählen sie auch noch in der bourgeoisen Erinnerung an den Feudalismus. Da gibt es Könige, womöglich Kaiser noch. Da gibt es die Obrigkeit, da gibt es Gehorsam dem Thron gegenüber, alles Unfug. Wir haben eine Demokratie, eine Revolution vielleicht seit 1917. Wir sind frei geworden gegen die Tyrannis. So versteht man keine Märchen. Was sie lernen müssen, ist, dass Männer, die auf dem Throne sitzen als Könige, ganz sicher nicht durch Blutsadel dahin gekommen sind. Das war einmal. Das ist tatsächlich ein überlebtes Missverständnis. Es kommt manchmal vor. Auf dem englischen Thron der Windsors gab es wirklich jemanden, Edward dem Achten, der in den 20er Jahren für Frau Simpson, seine Geliebte, nach wenigen Tagen die Thronwürde von sich warf, die Kleider abstreifte und die Liebe wählte. Lieber als über Großbritannien herrschen zu wollen, war seiner Auffassung nach der Thron der Liebe, weil er ein Liebender war. Manchmal erzählen sich solche Geschichten. Es kann auch sein, dass es manchmal merkwürdig zugeht und man in der Realität genau das verteufelt, wovon die Märchen möchten, dass wir unser Leben dafür riskieren. Eines können Sie begreifen: Wenn wir unsere Geliebte, unseren Geliebten als König bezeichnen würden, dann ja nicht, weil wir ihn als Adeligen betrachten, sondern ihn als edel sehen, indem wir unsere Seele ihm zu Füßen legen, uns in gewissem Sinne in Treu und Gehorsam ihm uns anvertrauen, weil wir ihm trauen möchten. Es ist eine Wechselbeziehung des Zutrauens, der Traulichkeit, der Vertrautheit ineinander, das langsam aufeinander zuwachsen, in immer tieferem sich wechselseitigem Beschenken und Kennenlernen. So eröffnet und erschließt sich das Herz. Mit einem Wort will ich sagen, wenn die Märchen erzählen davon, dass es Männer gibt, die Könige sind, glauben sie das nicht auf den verstaubten Thronen ihrer Geschichtsbücher wiederzufinden. Sie haben es im Leben einer Frau, die begonnen hat zu lieben, und umgekehrt im Herzen eines Liebenden, der die Geliebte anredet: Meine Königin, für dich würde ich alles tun. Deine Wünsche sind mir doch die Befehle. Ich möchte sie erahnen, ehe sie über deine Lippen können kommen. Ich möchte sie erschauen in deinen Augen und in der Tiefe deiner Seele. Und was ich dann erahne, möchte ich dir entgegenbringen als ein Geschenk, weil du es verdienst, nicht indem du vorher noch erarbeiten musstest in Demütigung, was man dir auferlegte, sondern weil dein Wesen es verkörpert und es mein Wunsch ist, mich in dir wiederzufinden. Dann hätten sie die Ebene. Die Hochzeit bei dem König ist die Sehnsucht des Aschenputtels, um in einer Ersatzgestalt des Vaters wiederzufinden, wovon es all die Zeit hätte leben mögen. In der Realität haben sie jetzt die Daueraussage: Träume sind Schäume. Alles das sind nur Märchen. Die Realität aber ist eine andere. Manchmal finden sie so etwas tatsächlich in der Wirklichkeit draußen sich aufführen. Eine Frau erzählte mir mal, wie sie die Liebe gelernt hat. Ein arme Leutemädchen. Da war es der Vater, der früh verstorben war. Er ist aus dem Krieg nie wiedergekommen. Und sie hatte eine Mutter, die darum trauerte. Endlos. Sie nahm mich mit jeden Abend, hat diese Frau erzählt, vor dem Marienbild. Sie hat mich der Madonna geweiht, Madonna auf dem Friedhof, das Bild von Edvard Munch hatten wir vorhin. Und wir beteten den Rosenkranz, dass Vater wiederkommen sollte. Das war das Schlimmste, er kam nicht wieder, er war vermisst. Und das hielt die Hoffnung offen, er könnte ja noch leben. Er war irgend in einem Kessel im Osten eingeschlossen worden. Die großdeutsche Wehrmacht auf der Flucht vor der Roten Armee. 27 Millionen Tote haben die Deutschen in Russland hinterlassen. Muss uns das etwas angehen?
in der Aufrüstung der Ukraine gegen Russland, Russland kaputt machen? Muss man Russland verstehen? Dieser Mann wollte nicht Russen bekämpfen, er wollte den Flüchtlingstreck vor der Roten Armee irgendwie aufhalten. So hatte er seiner Frau geschrieben. Und die wartete auf ihn. Ja aus, ja ein. Und er kam nicht wieder. Das war sehr spät, 20 Jahre später. Da konnte diese Frau ihrer längst erwachsenen Tochter sagen, ich habe auf ihn gewartet. Wäre er über den Hügel gekommen, ich hätte das Packele genommen und wäre ihm entgegengelaufen. Aber jetzt weiß ich muss nicht mehr auf ihn warten. Er ist mir vorangegangen. Ich gehe dahin, wo er jetzt schon ist. Und ich habe mir dann als Kind, als Mädchen, als erwachsene Frau erlaubt, nicht mehr auf den Vater zu warten. Aber ich habe ihn wieder gesucht, in einer anderen Gestalt, die ihn ersetzen könnte. Und das erzählte mir sie dann von ihrer Jugend. Ich habe einen Mann ersehnt. Geld hatte ich ja nicht. Ich habe 3 Groschen-Romane gelesen. Da konnte sich verlieben die Krankenschwester in den Stationsarzt. Das waren meine Träume. Ich wollte, dass eine väterliche Gestalt nimmt und mich aus dem Elend heraushebt. Ein Erlöser im Grunde. Ein Mann, der groß ist. In meinen Lehrer natürlich habe ich mich verliebt. Er hatte schöne Augen. Beseelt waren die. Er konnte mit mir so reden, dass es wirklich Deutsch war, wie meine Mutter das eigentlich nicht tat. Die sprach Dialekt, die sprach eine ganz einfache Sprache. Aber wenn ich mit meinem Lehrer redete, war es, wie wenn meine Seele sich erheben dürfte. Er war, in der Märchensprache, mein König. Ich verehrte ihn. Er war meine Sehnsuchtsgestalt. Die Frage wird jetzt, die Sie schon haben, mit Rilke ausgedrückt, und konnte doch nie Liebe glauben. Das eine ist der Traum, so müsste der Geliebte sein, ein Königssohn. Das wäre die Erlösung. Aber wie jetzt? Kann denn ein Aschenputtel auf des Königs Hochzeit glauben, dass es geliebt würde, als die werdende Königin, die zwei Hälften zwischen Schein und Sein, zwischen Traum und Wirklichkeit, reißen sich im Kontrast auseinander. Und dann wird's die Frage, wie lernt ein Aschenputtel die Liebe des ersehnten Königs, als die Realität in sein Dasein einzufügen? Das erzählt jetzt in einiger Länge, die ich Ihnen aus Zeitgründen nicht zumuten darf, aber zur Lektüre empfehle, das Märchen der Brüder Grimm weiter. Tatsächlich, es ist ungefähr so, wie Sie es in dem Film My Fair Lady finden. Aschenputtel ist zu Mutters Grab gegangen und hat sich dort ein Hochzeitskleid erbeten. Und von dem Wünschebaum auf dem Grab der Mutter hat das Täubchen herabgeworfen, ein Kleid, so schön, wie wenn der Himmel sich als Schmuck über den Körper der Geliebten, der sehnsuchtsvoll legt, wie Sterne, wie der Mond, wie die Sonne, so prächtig. Und kaum betritt, so geschmückt, dieses Kind den Ort der Brautwerbung des Königssohns, als der Königssohn, der Prinz, zur Verheiratung auf es zukommt, es in die Arme schließt und mit keiner mehr tanzen will. Niemand erkennt es, die Stiefgeschwister schon gar nicht. Es ist ganz und gar glücklich. Tanzen ist dabei überhaupt die Verlockung, die wir zur Anwerbung noch haben. Sie müssen das Tanzen sich hier anders vorstellen als in den Disco-Kaschemmen heute, wo der Ton so laut ist, dass man kein einziges Wort mehr in die Ohren der Geliebten flüstern darf. Wo man so entfernt tanzte, eigentlich nur jeder seinen eigenen Körper schaukelt noch im Takt der Rhythmen, die da hereingedröhnt werden, sondern wo man sich zärtlich im Arm hält. Ganz nah darf man einander berühren. Das Haar der Geliebten umweht die eigenen Wangen. Der Körper schmiegt sich an den eigenen und man taucht ein in einen Rhythmus. Wer führt jetzt wen, das kann abwechseln. Aber man ist eins in einem Kreis, Rhythmus, den die Musik vorgibt. Und jeder Schritt ist aufeinander angepasst in eine Harmonie, die durch die Seelen gehen möchte. Ist eine Nähe, die alles bedeuten kann. Der andere ruht am eigenen Herzen. Man liegt in seinen Armen.
ganz nah. All das ist wie eine Verheißung, wie ein Versprechen. Und dennoch ist es relativ unverbindlich. Man kann auch wieder auseinandergehen. Und es ist wie nichts geschehen. Tanzen ist in all den Kulturen der Anfang einer beginnenden Liebe, die probeweise erfahren möchte, ob es miteinander im Kreistanz, im gleichen Rhythmus zum Einklang werden könnte. Erlaubtermaßen ist weit weg von der Liebeslehre, die wir heute unseren Jugendlichen auferlegen. Hier die Brüder Grimm wissen das zu würdigen. Drei Abende geht das so. Aber das Entscheidende, in der Rolle der Geliebten traut sich im Kleide der Verträumtheit vom Grabe der Mutter, der sogenannte Aschenputtel, in die Arme des Königs, den es für sein Schicksal nimmt. Aber dann flieht es vor der Erfüllung des eigenen Traums. Was wird denn, wenn der Stationsarzt sich wirklich verlieben würde in die Krankenschwester? Wie im Dreigroschenroman. Der Traum ginge in die Wirklichkeit. Was wäre dann? Es müsste die Krankenschwester sich unwürdig fühlen. Der Stationsarzt ist ein gebildeter Mann, der kann Latein und Griechisch in den Fremdwörtern des Medizinerdeutsch reden. Der geht zu irgendeinem Kongress, er fährt wirklich nach Paris. Er möchte die Stationsschwester mitnehmen. Aber er kann sich benehmen im Kreise der Vornehmen. Sie hat das nie gelernt. Sie ist ja nur Stationsschwester. Sie hat ja nur Krankenpflege gelernt. Sie hat nicht die Höhe der medizinischen Ausbildung. Sie ist seiner nicht würdig. Sie muss fürchten, dass ihr Traum in Erfüllung ginge. Dann wäre der ganze soziale Abstand, die Herkunft und die Wirklichkeit so im Kontrast miteinander, dass sie begreifen, was das Märchen erzählt. Aschenputtel wird fliehen, entdeckt zu werden. Es wird fliehen an den Herd aus den Armen des Königs. Aus lauter Schande, er könnte die Wahrheit finden. Das geht drei Abende lang so. Merkwürdigerweise kommt der Vater dann hinzu und der Königssohn sagt, vielleicht ist ja das Aschenputtel auf den Taubenschlag geflohen oder dann auf einen Birnbaum geflüchtet. Das sind zwei Verwandlungsformen, die auf dem Weg zur Liebe sich noch nicht getrauen. Im Taubenschlag müsste man jetzt das Bild im Christentum von dem Täubchen nehmen, der heilig sich bewahrenden Reinheit. Dahin kann man fliehen. Man hat den Geliebten an seiner Seite, aber man flüchtet zurück. Man lässt sich nicht ein auf die körperliche Liebe, auf die Lust der Verführung. Man meidet gewissermaßen die reine Seele, um sie aufzubewahren, dass sie sich nicht veräußert und verschandelt. An die Verführung der Sexualität. Dann wird der Vater aufgefordert, mit der Axt den Taubenschlag zu zerschmettern. Eine brutale Art männlicher Annäherung. Beim zweiten Mal geht die Flucht auf einen Birnbaum. Ich müsste in einer Testform, die es wirklich gibt, den Baumtest mit Ihnen mal machen lassen. Sie sitzen im Wartezimmer Ihres Psychoanalytikers und er fordert Sie auf, damit Sie was zu tun haben, schon mal auf einem DIN A4-Blatt schnell einen Baum zu malen. Dann kommt, klug wie er ist, der Psychoanalytiker daher und liest aus dem, was Sie da gemalt haben, heraus, wer Sie sind. Ist das ein Baum, der steht eigentlich leer im Raum ohne Grundlage? Ist das ein Baum mit vielen Früchten? Ist das ein Baum, der kaum Blätter hat? Ist das ein Baum, der einen dicken Stamm hat oder ist der sehr schmal in den Himmel gewachsen? Wie ist die Raumaufteilung? Aus all dem Baumtest können Sie jetzt die Psychologie eines ganzen Charakters, wenn Sie sich bemühen, herauslesen. Entscheidend ist jetzt bei einem solchen Baumtest, Koch hat den herausgegeben, dem Koch-Baumtest also, würde jemand, der einen Birnenbaum malt mit vielen Früchten, die Lösung bekommen, dass er starke Wünsche hat, als Mutter sich zu definieren, wenn aus dem Mädchensein ein Frau sein wird. Ich erlaube mir, zur Frau zu werden, wenn ich mich als Mutter beibehalten darf. Dann ist man wesentlich ein Fruchtbaum für Kinder, die heranwachsen. Dann hätten wir fast schon die Tragödie von Edvard Munchs Mutter Laura in der nächsten Generation. In 8 Jahren 5 Kinder, bis zum Tode. Nur ein Birnbaum. Auch das wäre eine Möglichkeit für einen Aschenputtel, sich der Liebe, die glücklich werden könnte, aus den Händen des Königssohns zu fliehen. Im Übrigen ein letzter Beweis, dass hier natürlich nicht vom Hause Winzer oder von anderen bürgerlichen
wo schon was in Königshäusern erzählt wird, sondern ganz normal ist es, dass sie hier ein frommes Mädchen haben, brav und treu, das, wann muss man denken, abends um 9 von der Tanzfläche verschwindet, um pünktlich zu Hause anzukommen. Zur Sperrstunde sozusagen. Das ist selbst in Wien, wenn es darauf ankommt, abends um 10 Uhr. Dann muss man zu Hause sein, sonst kann die Polizei einschreiten. Wir bilden uns ein, dass die Zeiten sich geändert hätten, aber wir haben hier eine Geschichte aus dem Jahre 1815. Und eine solche Geschichte spielt natürlich nicht irgendwo in einem Königshaus, sondern auf der nächsten Dorftenne. Ganz zu Hause. Und sie haben jemanden, der als König verehrt wird. Und das Ganze ist im Dorf beheimatet. Sonst käme er nie auf die Idee, an Ort und Stelle zu suchen, wo die Schöne, die einzig Schöne, die er heiraten wollte, sich hin verloren hat. Vielleicht kennen Sie My Fair Lady, den Film zumindest, das Theaterstück aber auch vielleicht von George Bernard Shaw, wie aus dem Blumenmädchen die Angebetete eines großen Dozenten der Sprachlehre, der Linguistik wird, der dem Blumenmädchen beibringt, richtig Oxford Englisch zu sprechen. Hier jetzt haben Sie eines, mit dem das Märchen schließt. Bis dahin war das Aschenputtel ein sehnsüchtig Bedürftiges. Jetzt aber, schildert das Märchen, hat beim dritten Mal der Königssohn einen Trick angewandt. Er hat den Flur, die Treppen bestrichen mit Pech, sodass das Schüchen der fliehenden Aschenputtel hängen geblieben ist. Und den Schuh nimmt er und geht auf die Suche nach Füßen, die da hineinpassen. Das ist ein Motiv aus dem antiken Griechenland. Strabo hat davon erzählt, wie Rhodope auf diese Weise gefunden wird. Lassen wir das beiseite. Entscheidend ist, der König selber, der Königssohn, geht auf die Suche nach dem, was er verloren hat, indem sein Aschenputtel die Liebe nicht aus lauter Angst entdeckt zu werden, in der Armseligkeit seiner Realität nicht hat glauben können. Er muss auf die Suche gehen. Er selber braucht die Ergänzung. Er ist der König nur, indem er das Vermisste suchen geht und es wiederfindet. Und dann in wenigen Sätzen, die törichten Schwestern lernen, dass sie in den Schuh hineinpassen, wenn sie sich selber verstümmeln. Die eine, die Zehen, die andere, die Hacke, blutig, verstümmelt, unter Schmerzen. Sich hineinpressend in den Schuh. Manchmal übrigens erlebe ich das bei Frauen wirklich. Die legen so viel Wert auf die Schuhkleidung, die muss aus Mailand kommen. Die Füße passen überhaupt nicht hinein, aber sie sehen so schön aus. Dann ist jedes Hühnerauge immer noch richtig. Man kann kaum drin laufen, es tut alles weh, aber wenn es doch schön aussieht. Schuhe sind, jetzt müssen wir die Psychoanalytiker dran lassen, natürlich auch ein Bild für die Weiblichkeit, aus was für Gründen immer. Der König sucht das Passende. Und nicht, dass ich verstümmelnde. Jetzt ist diese Liebesmühe absolut vergeblich. Sie dient ja nur der Äußerlichkeit. Wie mache ich mich passend, obwohl es gar nicht stimmt? Und das wirkliche Glück ist, da sitzen die Täubchen auf dem Wege. Die rechte Braut, die führt er heim. Und so wird's dann kommen. Der König hebt die Richtige, die die Schuhe richtig angezogen hat, auf sein Pferd und führt's nach Hause. Das geschieht, indem bei der Suche das Aschenputtel unter seinen Augen sich aufrichtet. Das ist der Wunsch, mit dem ich diese Geschichte beenden wollte für heute. Die Liebe des Königssohns, der unbedingt darauf besteht, das Aschenputtel in seiner Wirklichkeit zu finden und zu entdecken, führt dahin, dass es sich aufzurichten wagt. Und das wäre die ganze Liebe. Der Liebende traut nicht mehr der Äußerlichkeit. Er sieht in die Augen. Er weckt als Träumender wach. Das Heimweh nach der Heimat. Die Tränen, die wach werden. Und lässt sich alles berichten, was war. Und entdeckt das Aschenputtel. Er wollte aber es unbedingt finden. Und er lässt es nicht mehr vom Vater verleumden. Da ist noch ein verbuttetes Aschenputtel. Genau das möchte er in seiner Wahrheit.
Und mit der Ermutigung möchte ich Sie in dieses Wochenende schicken und in die kommende Woche für die nächste Märchenstunde. Glauben Sie an die Wahrheit, die in Ihnen lebt und die wach geweckt wird vom Traum der Liebe, der Sie selber sind. Wenn es so wird, hätten Sie eine Menge gelernt aus Ihren Kindertagen für Ihr Erwachsenenleben von einem Märchen der Brüder Grimm. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.